Jeanette Winterson. Weihnachten in New York. Alle Jahre wieder gehen die Kollegen und ich in der Woche vor Heiligabend ein Happen essen und ein paar Gläser trinken. Wir kennen da ein Lokal in der 12. Straße, das Wallflower. Die Decke aus Blech, die Sitzbänke aus irgendwas in Orange. Es gibt französisches Essen und amerikanische Cocktails. An diesem Abend kam das Gespräch auf früher, vor allem auf das Weihnachten unserer Kindheit, als es, wenn wir der Erinnerung, unserem Bollwerk gegen die Geschichte glauben durften, noch nicht so kommerziell zugegangen war. Kein Mensch stürzte sich in den Einkaufstrubel, trotzdem lagen immer Geschenke unter dem Baum. Die Kinder gingen Schlitten fahren und wenn sie heimkamen, spielten sie vor dem Kaminfeuer Mensch ärgere dich nicht. Jeder hatte einen alten Hund und eine Oma, die Klavier spielte. Jeder trug einen selbstgestrickten Pullover. Man baute einen Schneemann mit Karottennase und Schal um den Hals und sang Winter Wonderland. Und an Heiligabend durfte man ums Verrecken nicht einschlafen, weil man unbedingt den alten Knaben in Rot mit seinem Schlitten sehen wollte. Und obwohl man ihn dann doch nicht sah, kam er und trank den Whisky, der in der Küche für ihn bereitstand. Noch ein Bourbon? Martini? Ein Twinkle? Schlag zu, Leute, die Runde geht auf mich. Ich ging zur Toilette, setzte mich wieder an den Tisch, sah doppelt. Sam, geht's dir nicht gut? Das kam von Lucille, die sich in ihrem kleinen Grauen mit weißem Kragen neben mich auf die Bank quetschte. Sie arbeitete im Zeichnungsbüro, ich in der Konstruktionsabteilung. Ich sagte ihr, mir fehle nichts. Du warst vorhin so schweigsam, als wir über Weihnachten geredet haben. Magst du Weihnachten nicht? Nein, ich mag Weihnachten nicht. Ich weiß nicht mehr, wozu es gut sein soll, außer dass man sich in Schulden stürzt und mit seinen Verwandten in die Haare kriegt. Ich lebe allein. Deshalb habe ich meine Ruhe. Ich lebe allein und das ist gut so. Ich fahre Weihnachten nach Hause, sagte Lucille. Und du? Ich bleibe zu Hause. Allein? Ja, ich gönne mir eine Auszeit, weißt du? Lucilles Nicken war eher ein Kopfschütteln. Dann erzähl mir doch wenigstens, wie ihr früher Weihnachten gefeiert habt. Nur eine einzige Geschichte. Du hast die freie Auswahl, sie sind alle gleich. Wir haben Weihnachten nicht gefeiert. Weiter kam ich nicht, denn die anderen stimmten Fairy Tale of New York an. Wozu dieses Chichi? Lag es an dem pseudo-französischen Bistro, dass wir pseudo-französisch gefühlig wurden und uns küssten, als wäre es uns ernst damit? Und obwohl es nichts zu bedeuten hatte, prosteten die Kollegen einander zu und fütterten sich gegenseitig mit Krabben. Lucille beugte sich zu ihnen hinüber und machte mit. Das war dann wohl das Ende des Weihnachtsverhörs. Ich atmete tief durch. Mich hielt hier nichts mehr. Ich beschloss, zu Fuß nach Hause zu gehen. Nachdem ich meinen Mantel vom Haken genommen hatte, warf ich einen letzten Blick auf unsere Truppe. Dann viel Spaß noch. Auf dem Bürgersteig lachende Menschen, Arm in Arm, die das Gesicht in die Schneeflocken hielten. Wozu das Getue? Schnee ist doch bloß Regen, der zu viel Kälte abgekriegt hat. Ich liebe den Schnee, sagte Lucille, die plötzlich neben mir stand, in russischer Pelzmütze und Dr. Chivago-Mantel. Lucille ist in Ordnung, aber seltsam. Sie bringt Blumen mit ins Büro. Sie fragte, wollen wir ein Stück gehen? Und wir stapften los durch das lichte Weiß und den zarten Schleier aus Schnee. Auf den Straßen war es laut, doch man merkte es nicht. Der Schnee dämpfte die Geräusche und senkte den Pulsschlag der Stadt. Und die Nacht roch frisch. Und wir wanderten, vorbei an Bars und Restaurants und den kleinen Geschäften, die noch geöffnet hatten, vorbei an dem Händler, der unter einer Plane hervor Taschen verkaufte, und dem Lumpenbündel, das in einem Eingang hockte, vor sich ein Schild, frohe Weihnachten, Leute. Aus dem Lüftungsschlitz neben ihm quollen Dampf und die Crackdünste einer chemischen Reinigung. Lucille gab ihm $5. Nun sag schon, wie hast du Weihnachten als Kind erlebt? Da gibt's nichts zu erzählen. Nada. Keine Weihnachtsdeko, kein Baum, keine Geschenke, kein gemeinsames Essen im Familienkreis. Mein Vater hat Lastwagen gefahren, immer lange Touren nach Kanada und besonders gern an den Feiertagen. Da verdiente er das Dreifache, hat er gesagt. Aber wofür er dreifach bezahlt wurde oder wofür er die Zulage ausgegeben hat, weiß ich auch nicht. Soll das heißen, du hast noch nie ein Weihnachtsgeschenk bekommen? Ach was, ich bin ein erwachsener Mann. Ich habe Freundinnen gehabt, ich habe Bekannte, natürlich haben die mir etwas geschenkt. Aber Weihnachten als solches bedeutet mir gar nichts.
Weihnachten hat für dich wohl eine Bedeutung, sagte Lucille. Es bedeutet Traurigkeit. Och Gott, dachte ich, eine Esoterikerin oder eine, die fünfmal die Woche zum Seelenklempner rennt. Bloß das nicht. Vor dem Lebensmittelladen an meiner Abzweigung standen die eingetopften Weihnachtsbäume geschützt hinter einem Plastikvorbau. Es roch nach kalter Tanne und Putzmittel. Hier muss ich um die Ecke, sagte ich. Dein Bart ist ganz weiß, sagte sie, wie weihnachtlich. Ich wischte mir den Schnee vom Kinn, steckte die Hände in die Manteltasche und ging weiter. Auf halber Strecke drehte ich mich um. Keine Ahnung warum. Lucille war nicht mehr da. Was auch sonst, junge Frauen stehen nicht im Schnee an einer Straßenecke rum. Ich stieg die Treppe zu meiner Wohnung hoch, einem Einzimmer-Apartment in einem Haus mit einem toten Portier. Weil ein Portier immer etwas hermacht und ein Toter wohl billiger kommt als ein Lebender. Tag aus, Tag ein sitzt er vor laufendem Fernseher in seinem Kabäuschen. Ich wohne seit 2 Jahren hier. Seinen Hinterkopf kenne ich gut, aber ich habe den Mann noch nie in Bewegung gesehen. Ich schloss die Tür auf, 3 Schlösser in einem nackten Beschlag aus Sicherheitsstahl und machte Licht. Mit meiner Wohnung ist es wie mit einer Kleidung. Ich gebe nicht viel drauf, aber irgendwas muss der Mensch schließlich tragen. Ich habe sie möbliert, gemietet und noch nie ein eigenes Stück hineingestellt. Doch nun stand direkt vor mir, dick und fett und mitten im Zimmer, ein Weihnachtsbaum. Ich rannte wieder nach unten und hämmerte an das Fenster der Loge, in der sich von rechts wegen ein quicklebendiger Portier befinden sollte, der den Bewohnern mit Rat und Tat zur Seite stand. Keine Reaktion. Ich hätte schwören können, dass er den Fernseher lauter drehte. Dann musste ich eben die Polizei rufen. Ich möchte einen Vorfall anzeigen. Was für ein Vorfall? In meiner Wohnung steht ein Weihnachtsbaum. Haben Sie was getrunken, mein Junge? Nein. Doch, aber nicht viel. Ein Einbrecher hat mir einen Weihnachtsbaum in die Wohnung gestellt. Irgendwelche Schäden, ist was weggekommen? Nein. Okay, mein Junge. Dann rufen Sie jetzt Ihre Freunde an und bedanken sich schön. Frohe Weihnachten und gute Nacht. Er hatte aufgelegt. Ich rief beim toten Portier an. Er ging nicht ran. Am nächsten Tag, meinem letzten Arbeitstag, stand ich früh auf, was mir nicht schwer fiel, weil ich sowieso kaum geschlafen hatte. Der Baum war noch da. Auf dem Weg zur Tür kam ich kaum an ihm vorbei. Als ich mich im Hinausgehen noch einmal nach ihm umdrehte, sah es ganz so aus, als ob er sich einschmunzelte. In der Firma sagte ich zu Lucille, meinst du, Bäume können grinsen? Sie lächelte. Das fragst ausgerechnet du, Sam? Das klingt ja fast romantisch. Ich bin ein bisschen durch den Wind, sagte ich. Es war ein Tag, an dem die Wintersonne die Stadt mit einem Diamanten- und Perlenfunkeln überzog. Der Himmel stahlblau, leuchtend wie Neonlicht. Die Schaufenster der großen Kaufhäuser wie magische Spiegel in eine andere Welt. Es zog mich zum Rockefeller Center, warum auch immer. Es herrschte ein Wahnsinnstrubel, jeder Mensch war mit 6 Tüten bepackt, keiner fand ein freies Taxi. Jedes Jahr stellte die Stadt einen 20 Meter hohen Weihnachtsbaum auf, der mit einer kilometerlangen Lichterkette geschmückt ist und auf dessen Spitze ein riesiger Stern aus Swarovski-Kristallen prangte. Ich ging darauf zu, warum auch immer, ich stellte mich darunter. Der Baum ist so gewaltig, dass man sich als erwachsener Mann wieder wie ein kleines Kind vorkommt. Sam? Das war Lucille. Was machst du denn hier? Ich? Ich hatte bloß was zu erledigen. Lucille lächelte immer noch. Lächelt sie eigentlich immer? Und wenn ja, warum? Sie sagte, ich finde es herrlich, den Baum anzuschauen. Weil das Anschauen nichts kostet, wo es doch sonst in New York nichts umsonst gibt und weil er so schön ist. Die Leute sind locker und entspannt, auch mit ihren Kindern, und die alte Frau da drüben sieht aus, als ob sie etwas Wunderbares träumt. Wahrscheinlich feiert sie Weihnachten allein, sagte ich. Du auch? Fragte Lucille. Nein, ach was, natürlich nicht. Also dann, Lucille, schöne Feiertage, ich muss. Ich wollte gerade auf einen Kakao ins Bouchon. Hast du Lust? Und als wir da zusammen saßen, Lucille noch immer lächelnd, ich noch immer nicht, sagte ich plötzlich, gestern Abend stand ein Weihnachtsbaum in meiner Wohnung, einfach so. Im Ernst? Ich habe bei der Polizei angerufen.
Du hast wegen einem Weihnachtsbaum in der Wohnung bei der Polizei angerufen? Ein Typ in einer karierten Fleecejacke, der sich mit zwei Bechern Lebkuchenmock an uns vorbeischob, beugte sich zu Lucille runter und sagte so laut, dass ich es hören musste: Du hast ein besseres Date verdient, Schätzchen. Sie lachte, aber ich fand es gar nicht so witzig und rief hinter ihm her: Sie ist nicht mein Date. Der Karierte drehte sich um. Da musst du blöd sein. Alles klar, fröhliche Weihnachten. Ich hatte einen Einbrecher in der Wohnung, Arschloch. Aber der Karierte war längst weg und ich stand da, verlegen und allein. Doch ich war nicht allein. Lucille war noch da. Gefällt er dir? Fragte sie. Der Kakao ist lecker, ja. Danke. Der Weihnachtsbaum. Gefällt er dir? Während ich allein nach Hause ging, dachte ich über ihre Frage nach. Gefiel es mir, im Alter von 32 Jahren zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum zu haben? Ich bog um die Ecke. Die Afghanen standen vor ihrem Laden. Ich sagte: Habt ihr gestern Abend einen Weihnachtsbaum bei mir abgeliefert? Sie schüttelten den Kopf und boten mir ein paar heiße Kastanien frisch aus dem Kohlebecken an. Ob ich Weihnachten nach Hause fahre? Nein. Sie würden gerne nach Hause fahren. Einer von ihnen zückte die Brieftasche und zeigte mir ein zerknittertes Foto vom Haus seiner Eltern, einem flachen Betonklotz von einem steilen Berg mit schneebedeckten Gipfeln. Er sagte nichts, hielt nur das Bild in der Hand, wie ein Licht oder ein Spiegel oder die Antwort auf eine Frage, bis eine Kundin kam, die Apfelsinen kaufen wollte. Ich ging ebenfalls hinein, kaufte eine Portion Hühnchen mit Reis, Cashewnüssen und Aprikosen und ging nach Hause. Meine Wohnung liegt im dritten Stock, das Wohnzimmerfenster geht zur Straße raus. In dem Fenster ein Lichtschein, der von drinnen kam, woher auch immer, wie von einer Tischlampe. Ich besitze keine Tischlampe. Ich bin ein Deckenlampentyp. Ich rannte ins Haus. Der tote Portier saß in der Loge vor seinem Fernseher. Ich baute mich davor auf und fuchtelte mit den Händen, um ihn auf mich aufmerksam zu machen, aber ich erntete bloß die übliche Reaktion. Die Lautstärke wurde aufgedreht. Wir haben keinen Aufzug. Ich nahm die Treppe zwei Stufen auf einmal. Ich riss die Tür auf. Alle drei Schlösser waren unversperrt, keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Den Griff zum Lichtschalter hätte ich mir sparen können. Der Weihnachtsbaum war hell erleuchtet. Ein schweres Schnaufen kam die Treppe herauf. Angespannt und auf alles gefasst, drückte ich mich tiefer in die Türöffnung. Doch es war bloß Mrs. Noblowski aus dem vierten Stock, die sich mit bunten Tüten beladen nach oben kämpfte. Sie verschwand fast hinter ihren Einkäufen. »Soll ich Ihnen helfen?«, fragte ich, weil es sich gehört. Als Mrs. Noblowski vor meiner Wohnung stehen blieb, sah sie den friedlich vor sich hin leuchtenden Weihnachtsbaum und seufzte. »Schöne Bäumchen, Sam. Meine ist Plastik.« »Wollen Sie ihn? Ich bringe ihn Ihnen auch nach oben.« »Braves Jüngchen, liebes Jüngchen, danke, aber geht nicht. Flieg ich morgen nach Philadelphia, meine Tochter besuchen. Du feierst hier, ja? Mit so feinen Bäumchen.« Und damit nahm sie die nächste Treppe in Angriff. Während ich ihr die Tüten hinterher schleppte, erzählte sie mir von Weihnachten in Sowjetrussland und dem Spezialwodka ihrer Großmutter, der hellseherische Kräfte verlieh. Schon wo 3 Jahre ich war, Großmama gesagt zu mir: Agatha, du in Amerika wirst leben und ich bin hier. Dagegen gab's nichts mehr zu sagen. Mrs. Noblowski schloss auf und ich stellte ihr die Tüten in die Diele. Ich war noch nie in ihrer Wohnung gewesen, sie war größer als meine. Alles war in Braun gehalten. Schokoladenbrauner Teppichboden, karamellbraune Möbel, kaffeebraune Samtvorhänge. Der Schirm der mahagonibraunen Stehlampe hatte algenbraune Fransen. Sie nahm eine Flasche aus dem Schrank. »Wodka«, sagte sie und drückte sie mir in die Hand. »Für zum Hellsehen, von meiner Babuschka das Rezept. Brennt ihn mein Bruder in Brooklyn aus Kartoffeln.« »Können Kartoffeln hell sehen?« »Ist geheime Zutat drin, Familiengeheimnis. Nimm mit, bis braves Jüngchen.« Ich protestierte, zierte mich. Dann fiel mir plötzlich etwas ein. »Mrs. Noblowski, was meinen Sie? Unser Portier unten in der Loge, der ist doch nicht tot, oder?« »Ich glaube, nein. Warum?« »Ja, ich wohne jetzt schon 2 Jahre hier und er hat noch nie ein Wort mit mir geredet.« »Mit mir hat geredet vor 20 Jahren, hatte Gasleck in Wohnung. Wozu er soll reden mit dir? Hast du auch Gasleck?« »Ja, weil er der Portier ist.« Sie zuckte nur mit den Schultern und schaltete den Fernseher ein.
Ich dankte ihr für den Wodka und ging wieder nach unten. Und in meiner Wohnung stand der Baum. Ich aß das Hühnchen, den Reis und die Cashewnüsse, die Aprikosen ließ ich liegen. Ich hätte die Lämpchen ausschalten können, stattdessen saß ich davor und starrte sie an. Nach 4 Gläsern von Mrs. Noblowskis Hellseher-Wodka war mir der Baum beinahe ins Herz gewachsen. Ich konnte mir vorstellen, mir im nächsten Jahr vielleicht selbst so etwas zuzulegen. Ich schlief auf der Couch ein. Die Müllabfuhr weckte mich. Ich ging zum Fenster, kaltes Tageslicht, die Häuser in der Straße waren noch dunkel. Der Müllwagen fuhr weiter, rasch füllten sich die Reifenspuren mit den weißen Federn der Schneegans im Himmel. Schneegans? Habe ich sie noch alle? Anziehen, rausgehen, Besorgung machen. Es war Heiligabend. Ich ging zu Russ und Daughters, kaufte Lachs, Frischkäse und Pastrami. Es wurden Plätzchen verschenkt, ich nahm mir ein paar. Um die Ecke liegt das dazugehörige Café. Eine Scheibe Toast mit Fischrocken und ein Cocktail wären genau das Richtige für 9 Uhr an Heiligabend. Ich hockte mich an die Theke und griff nach dem Platzdeckchen, das auch als Speisekarte fungierte. »Hallo«, sagte Lucille. Sie saß an einem Tisch und trank Kaffee. »Leistest du mir Gesellschaft?« »Warum nicht?« Darauf kam es jetzt auch schon nicht mehr an. Nicht genug damit, dass ich, wo ich ging und stand, über diese Frau stolperte. Ich wurde auch noch mit einem leuchtenden Weihnachtsbaum und einer Flasche Hellseher-Wodka beschert. Verständnisvoll hörte sie sich an, wie ich ihr mein Leid klagte. »Feierst du bei deinen Freunden?« fragte sie. »Oder kommen sie zu dir?« »Das haben wir noch nicht entschieden«, sagte ich leicht panisch. Natürlich hatte ich Freunde, aber nicht an Weihnachten. Doch auch das behielt ich lieber für mich. Sie nickte. »Wollen wir zusammen einkaufen gehen? Geschenke auf den letzten Drücker?« Ich schüttelte den Kopf. »Keine Geschenke. Die gehören bei mir nicht zur Tradition.« »Hast du dem Weihnachtsmann nie einen Wunschzettel geschrieben?« »Was?« »Hattest du nie einen Wunsch, der so groß war, dass du ihn dem Weihnachtsmann einfach schicken musstest?« »Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Höchstens einen Schlitten, einen aus echtem Holz, mit einem Zugseil aus Leder und Stahlkufen.« »Den könntest du dir doch noch zulegen.« Ich winkte ab. »Das war eine andere Zeit.« »Das ist ja gerade das Tolle«, sagte Lucille. »Sie ist nie vorbei. Was du damals nicht konntest, kannst du jetzt.« »Zu spät.« »Zu spät, um ein Wunderkind zu werden, das schon, aber doch nicht, um dir einen Schlitten zu kaufen.« Ich erwiderte ihr Lächeln. Dann stand ich auf und griff nach meinem Mantel. »Schöne Feiertage, Lucille. Wir sehen uns im neuen Jahr in der Firma.« Sie nickte und vertiefte sich in die Speisekarte. Ich zögerte. Was bin ich doch für ein Trottel? Aber weil ich nun mal einer war, sagte ich nicht, was ich so gern gesagt hätte. Ich ging. Da fiel mir ein, dass Lucille nun schon 2-mal für mich mitbezahlt hatte, für den Kakao und fürs Frühstück. Vorhin hatte ich doch glatt vergessen, mein eigenes Frühstück zu bezahlen. Ich muss sie anrufen. Ich kann sie nicht anrufen. Ich habe ihre Handynummer nicht. Ich ging ins Haus. Am Kabäuschen des toten Portiers hing eine große rote Schleife. Ich klopfte laut an die Scheibe, aber ich sah nur seinen Hinterkopf. Ob die geheimnisvolle Christbaumfee schon auf mich lauerte, um mich zu töten, verdient hätte ich es. Beklommen und aufgeregt zugleich sperrte ich die 3 Schlösser der Wohnungstür auf. Was würde ich dieses Mal vorfinden? Die Antwort? Nichts. Enttäuschungen sind die Konstanten in meinem Leben. Baum und Lichterkette waren da, doch es war nichts Neues dazugekommen. Ich arbeitete ein paar Firmenmails ab, sie kamen alle mit einer Abwesenheitsnotiz zurück. Die amerikanische Arbeitsmoral ließ schwer zu wünschen übrig, es war gerade mal 11 Uhr morgens. Bis um 12 hatte ich geduscht, mich rasiert und umgezogen und mir fiel die Decke auf den Kopf. Ich könnte eine Runde spazieren gehen. Es war später, sehr viel später, und ich war wieder zu Hause, starrte den Baum an und trank den Rest von Mrs. Noblowskis Hellseher-Wodka. Ich konnte die Zukunft sehen. Alles bleibt, wie es ist. Und sowas nennt sich Zukunft? Ich riss die Fenster auf, atmete ein paar Mal tief durch. Ich sollte ins Bett gehen. Aber vorher musste ich noch etwas erledigen. Auf dem Kleiderschrank stand eine Schachtel mit einer Schachtel darin. Sie enthielt auch noch andere Sachen, aber ich wollte an die Schachtel in der Schachtel aus Pappe und mit Küchengarn verschnürt. Meine Mutter hatte sie mir zum Abschied gegeben, als ich zu Hause auszog, um zur Uni zu gehen.
Ich band sie auf, genau wie damals. Was hatte sie mir als Andenken mitgegeben? In der Schachtel lag die Alu-Butterdose in Muschelform, welche ich meiner Mutter als Kind zu Weihnachten geschenkt hatte. Sie konnte nie etwas annehmen. Sie konnte nie etwas geben. Meine Hände zitterten. Ich ging zum Fenster, holte weit aus und schleuderte das Ding mit ganzer Kraft hinaus, vorbei an den Klimaanlagekästen und den Satellitenschüsseln, mitten hinein ins Nichts. Ich hörte sie nirgendwo aufprallen. Dann schlief ich ein. Der Morgen kam. Er kommt immer. Noch in Boxershorts und T-Shirts schlurfte ich gähnend ins Wohnzimmer. Da war der Baum. Da waren die Lichter und unter dem Baum lag eine lange Kiste aus Pappe mit einer silbernen Schleife. Ich ging wieder ins Schlafzimmer und wiederholte die ganze Nummer. Gähnen, recken, strecken und vorsichtig wieder zurück. Das Geschenk, was sollte es sonst sein, wenn es unter dem Weihnachtsbaum lag, war noch da. Allmählich kam ich mir beim Betreten meines eigenen Wohnzimmers vor, als hätte ich ein wildes Tier im Haus. Was nun, wie weiter? Ich kochte mir einen Kaffee, checkte mein Handy. Keine Nachrichten. Ich war nicht betrunken und ja, das Ding war immer noch unter dem Baum. Na schön, tief durchatmen, ruhig bleiben, anziehen, Jeans, Hemd, Pulli, das Paket in die Diele bringen, die Treppe runter und raus auf die Straße. Aufmachen. Was drin war, musste raus. Ich nahm ein Küchenmesser mit für die dicke Pappe. Die Kiste war schwer und unhandlich. Die Jalousie vor dem Fenster des toten Portiers war heruntergelassen. Oben, unten, gehopst wie gesprungen, tot ist tot. Okay, jetzt war ich draußen. Es war ein herrlicher Morgen. Bei den Minusgraden gestern Nacht hatte sich der Schnee in einen blütenweißen Teppich verwandelt, der bis zum Ende des Straßenzugs reichte. Es war schneidend kalt. Mit meinem längst nicht so scharfen Messer schlitzte ich die Pappe auf, ich riss sie runter. Zum Vorschein kam ein auf Hochglanz polierter Holzschlitten mit rotem Lederzugseil und blauen Stahlkufen. Die vorderen waren sogar beweglich, sodass man steuern konnte. Ich vergaß alles um mich herum, setzte mich darauf und probierte die Lenkung aus. Fantastisch. Erst als mir die blitzenden Radkappen eines Retro-Käfers die Sonne in die Augen warfen, merkte ich, dass ein Wagen neben mir angehalten hatte. Sollen wir in den Riverside Park fahren, damit du ihn testen kannst? Lucille, mit Pudelmütze, das Verdeck offen. Wir ließen keine Schlittenbahn aus. Pilgrim Hill im Central Park, Hip im Riverside, Oldshead Park. Und ich rodelte in der Zeit zurück. Oder die Zeit existierte nicht mehr. Erst als die Sonne unterging, hatten wir genug. Ich sagte, kommst noch mit auf Lachs und Frischkäse? Ist kein richtiges Weihnachtsessen, aber ich habe Schwarzbrot und einen interessanten Wodka gehabt. Ich habe die Flasche gestern ausgetrunken. Ich nehme dich mit zu mir, sagte Lucille. Ich wohne in einer WG und habe nicht viel Platz, aber die anderen sind über die Feiertage nach Hause gefahren. Es gibt auch was zu essen, aber vorher fahren wir noch bei dir vorbei. Ich muss was abliefern. Hast du nicht schon genug abgeliefert? Den Baum, die Lichter, die waren doch von dir, oder? Lucille nickte. Was für sanfte Augen. Ich liebe ihr Lächeln. Aber wie bist du reingekommen? Lucille wartete unten auf mich, während ich schnell in meine Wohnung sprang, trockene Sachen anzog und den Lachs einpackte. Ich zögerte kurz, dann steckte ich auch ein frisches T-Shirt, Boxershorts und meine elektrische Zahnbürste in die Tasche. Danke, sagte ich im Hinausgehen zu dem Baum. Unten stand Lucille mit einem älteren Mann zusammen, der das gleiche strahlende Lächeln besaß wie sie. Irgendwie kam er mir bekannt vor. Als sie mich sah, sagte sie zu ihm, das ist Sam. Sam, kenne ich den? Sagte der mir nicht ganz Fremde. Er drückte Lucille einen Kuss auf den Scheitel und wandte sich zur Pförtnerloge. Am Hinterkopf erkannte ich ihn wieder. Dammes Morgenspätzchen. Hinter dem ganz und gar nicht toten Portier schloss sich die Tür. Das ist mein Großvater, sagte Lucille. Wir stiegen in den VW. Wir fuhren zu ihr in ihre winzig kleine Wohnung. Wir aßen, wir redeten. Fast hätte ich sie geküsst, doch sie küsste mich. Sie war ja auch die Herrin im Haus. Ich sagte, ich schulde dir noch was für den Kakao und das Frühstück. Sie sagte, dafür haben wir noch das ganze nächste Jahr Zeit.